Ich begrüße die Zuschauer und Zuhörer von Hallo Meinung, ein bekanntes Gesicht, Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD im Deutschen Bundestag. Herr Sichert, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Herr Weber, hallo liebe Zuschauer. Herr Sichert, lassen Sie uns doch über Geld reden, das, was vielen Menschen derzeit fehlt und die Not leiden und Angst haben um ihre Zukunft, dass sie noch alles bezahlen können, ihren Lebensunterhalt sich leisten können, gar denn noch mal in Urlaub fahren können. 35 Millionen für Covid-Consulting. Beraterindustrie genießt Narrenfreiheit. Und meine Damen und Herren, das schreibt also nicht etwa eine Gazette, die dem rechten Spektrum zuzurechnen ist, was ja nichts verkehrt ist, das schreibt die Welt. Klären wir doch die Zuschauer mal auf, was es damit auf sich hat. Naja, wir sehen halt, dass für alle möglichen Organisationen und Gruppierungen dort eine Menge Geld zur Verfügung gestellt worden ist. Das sind jetzt so die letzten Beiträge zu Covid, wo es jetzt noch Gelder gibt. Wir haben ja in den letzten Jahren schon gesehen, wie viel Abermillionen beispielsweise für Werbung für seitens der Bundesregierung ausgegeben worden ist für dieses ganze Corona-Thema. Und ja, da sind eine Menge Lobbyisten, die eine Menge Geld verdient haben, beziehungsweise noch verdienen. Und für die Bürger war es letztlich alles eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Nun können wir das Ganze nicht nur Karl Lauterbach zuschreiben, sondern auch Jens Spahn. Hier, meine Damen und Herren, hier schreibt also die Welt, 28 Millionen Beraterhonorar gingen in der ersten Tranche weg. Das ist vom Jens Spahn. Ein Großteil entfiel auf die Organisation des Maskeneinkaufs. Der ging ja nun gänzlich in die Hose, wie wir jetzt noch erleben. 70 Mitarbeiter waren vom Bundesministerium der Gesundheit damit beschäftigt. Reicht es nicht, wenn 70 Mitarbeiter sich beschäftigen mit dem Maskeneinkauf? Das sind ja auch horrende Lohnsummen, die dadurch entstehen. Man sollte es eigentlich schon davon ausgehen, dass es solche Zahlen dann ausreichend sind. Man hat aber ja versucht, überall her Masken zu bekommen. Man hat dann auch diese ganze Kampagne gefahren mit, wir versuchen den Menschen Angst einzuflößen. Also wir sehen auch aus diesen Beraterverträgen, die die Regierung da geschlossen hat, dass dort auch ganz klar drinsteht, dass man versucht, auch Verhaltensänderungen bei den Bürgern herbeizuführen, dass das mit eines der Ziele ist dieser Kampagnen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, inwieweit das mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung noch vereinbar ist, wenn die Regierung an Berater den Auftrag gibt, das Verhalten der Bürger zu ändern. Doch eigentlich müsste doch eigentlich die Regierung nicht das Verhalten der Bürger ändern, sondern die Regierung müsste ihr Verhalten an die Bedürfnisse in der Bevölkerung anpassen und nicht umgekehrt die Bedürfnisse in der Bevölkerung versuchen zu ändern, nach dem, was die Regierung gerne möchte. Nun muss man ja sagen, Frank-Walter Steinmeier, der Ex-Juso und doch hier der linken Szene zuzurechnende, sieht es ja völlig anders. Bei dem Verfassungskonvent am Schloss Herrn Chiemsee hat er ja gesagt, wir müssen uns gegen die Verfassungs- und Demokratiefeinde wehren. Ist es so ein Zuckungsversuch, wie wir es schon mal erlebt haben, in gar nicht so lange her, dass sich Parteien versuchen zu retten oder beziehungsweise Kartelle versuchen zu retten. Erkennen Sie dann gewisse Parallelen? Also eigentlich müsste man sich natürlich schon gegen die Verfassungsfeinde versuchen zu schützen. Da hat er durchaus recht. Nur er sieht das Ganze völlig falsch. Er sieht nicht, dass die Verfassungsfeinde, wie wir sie ja jetzt beispielsweise in den Corona-Jahren explizit gesehen haben, in CSU, SPD und anderen Parteien stecken, sondern man versucht ja, dieses Stigma denjenigen aufzuerlegen, die sich gerade für die Freiheit und für die Grundrechte eingesetzt haben. Und das ist der große Fehler an der Stelle, dass man immer wieder versucht, die Menschen, die regierungskritisch gegebenenfalls sind und die versuchen tatsächlich noch die Verfassung und die Grundrechte zu schützen, dass man diese Menschen versucht, so in eine pseudo-verfassungsfeindliche Ecke zu schicken. Und wozu das Ganze führt, haben wir die Woche erst gesehen, als ein Landtagskandidat der AfD krankenhausreif geschlagen worden ist. Es ist genau diese Politik, die seitens des Bundespräsidenten, seitens des Bundeskanzlers, seitens der Bundesregierung kommt, mit der man versucht, die Gesellschaft massiv zu spalten. Und das ist ja jetzt nicht neu. Das ist jetzt nicht nur die aktuelle Bundesregierung, auch die Vorgängerbundesregierung war das.
Wie gesagt, Jens Spahn beispielsweise hat ja auch ganz viele Regelungen eingeführt, Menschen wegzusperren, Menschen voneinander abzutrennen, den Menschen vorzuschreiben, mit wem sie sich noch treffen dürfen und so weiter und so fort. Also massivste Grundrechtseingriffe. Und die Ampel setzt das Ganze jetzt nahtlos fort. Und wir sehen einen Karl Lauterbach, der nachdem jetzt Corona eigentlich vorbei ist, gut, er bringt jetzt wieder die letzten Zuckungen von Corona und erzählt wieder, dass irgendwie die Corona-Zahlen ansteigen. Aber der jetzt auch versucht, mit einer Hitzewelle angeblich die Menschen wieder in Panik zu versetzen, dass man sich doch jetzt so massiv vor dem Neuesten fürchten muss, nämlich der großen Hitze, während letztes Jahr noch der gleiche Herr Lauterbach bei höchst sommerlichen Temperaturen die Schüler mit der Maske in die Schule geschickt hat, die Menschen mit Maske zum Arbeiten geschickt hat, wo ihn die Hitze irgendwie überhaupt nicht gestört hat. Und das ist einfach nur schizophren und das durchschauen auch immer mehr Menschen, die sagen, wir wollen keine Regierung mehr, die uns von einer Panik in die nächste schickt. Ja, vor allen Dingen bemaßregelt wie Schulkinder in der ersten Ja, also Klasse. das ist tatsächlich was wir sehen bei den gesamten Parteien von FDP, SPD, Grüne, Linke, CDU, CSU, dass sie den Blick haben dahingehend, dass sie sagen, wir versuchen die Bürger nach unseren Wünschen zu erziehen. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat ja inzwischen auch schon in einem Präzedenzurteil die Grundrechte so aufgefasst, dass die Grundrechte sozusagen eine Anleitung sind, wie der Staat doch bitte die Bürger zu erziehen hat. Und eigentlich sind die Grundrechte aber als Abwehrrechte der Bürger gegen den Staat mal ins Leben gerufen worden. Also das sind eigentlich Rechte, die die Bürger gegen den Staat haben. Das versucht man jetzt völlig umzukehren und versucht es als Erziehungsanleitung zu sehen. Und wir sehen, dass der große Konflikt, der auch im Deutschen Bundestag durchläuft, ist der Konflikt zwischen fünf Parteien, die Ansicht haben, zu sagen, wir als Staat wollen die Bürger nach unserem Gutdünken erziehen, und der AfD als sechster Kraft, die sagt, nee, nee, der Staat hat die Aufgabe, den Bürgern ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen, und möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und die Bürger haben zu entscheiden, wo der Weg lang geht. Und nicht der Staat hat es den Bürgern vorzuschreiben, sondern die Bürger haben dem Staat vorzuschreiben, was für Rahmenbedingungen er zu setzen hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Weltsichten, die da aufeinanderprallen. Und deswegen sind da die Diskussionen häufig auch relativ scharf. Weil einfach die Sicht von, wir haben ganz viele Individuen, für die wir ein möglichst freiheitliches Leben haben wollen, zu, wir sind ein kollektivistischer Staat, wo der Staat den Bürgern vorschreibt, wie sie zu leben haben, einfach zwei komplett völlig unterschiedliche Weltsichten sind, die da in den politischen Diskussionen und auch in den Parlamenten aufeinanderprallen. Interessant. Nun muss man ja sagen, diese beiden Ansichten, die aufeinanderprallen. Nun ist die eine, wenn der Staat vorschreibt und die Bürger sind eine formbare Masse, lässt sich ja relativ leicht das Land führen und regieren. Habe ich wiederum Menschen, die ihre Freiheitsrechte, ihre Persönlichkeitsrechte wahrnehmen mit ihrer Stimme, mit möglichen Volksabstimmungen, dann wird es natürlich etwas unbequemer. Er sichert. Wir kennen uns jetzt. Wir haben uns persönlich im Studio kennengelernt. Wir werden auch wieder im Studio Aufnahmen machen. Herr Sichert, als Politiker, wo sehen Sie Ihre ureigenste Aufgabe? Sie haben ein Mandat, Sie sind gewählt worden. Sind Sie dafür da, Ihre Interessen durchzusetzen, Ihre Ideologie, oder sind Sie dafür da, dass Sie gesagt haben, das, was ich von den Bürgern in meinem Wahlkreis bei persönlichen Gesprächen mitnehme, das ist mein Auftrag der Umsetzung? Ja, nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern bundesweit. Also jeder Bundesweit, Bundestagsabgeordnete ja. steht dafür, für ein möglichst gutes Leben für 83 Millionen Menschen in diesem Land zu sorgen, den Menschen eine möglichst gute Basis zu geben. Und ich sehe meine Aufgabe auch darin, nicht den Menschen möglichst viel Angst zu machen, wie es beispielsweise in Lauterbach oder andere machen, sondern ich sehe die Aufgabe darin, den Menschen Ängste zu nehmen, den Menschen Zuversicht zu geben, den Menschen Hoffnung zu geben. Zu versuchen, möglichst wenig staatlichen Einfluss auf das Leben der Menschen zu nehmen und den Menschen möglichst viel Freiheit zu lassen. Und das in allen Bereichen. Also ob das jetzt, ich sage jetzt mal, die Familien sind, die man eher stärken sollte, anstatt den Eingriff des Staates zu fördern. Also das sind wirklich zwei unterschiedliche Weltsichten. Ich kann das nur noch mal betonen, die da aufeinanderprallen. Das eine ist die Sicht von der Kita bis zum Altersheim, dass die Menschen ständig vom Staat abhängig sind, dass möglichst viele irgendwie auch noch Zuzahlungen brauchen, weil sie mit ihrem Gehalt nicht leben können und so weiter. Also die Menschen wirklich vom Staat abhängig zu machen. Und die andere Sichtweise ist zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen wieder in der Lage sind, selbst auf eigenen Beinen zu stehen, dass die Menschen in der Lage sind, im Rahmen ihrer Familie die Probleme zu lösen, der Staat nur dann eingreift, wenn das alles nicht mehr geht.
Und den Menschen möglichst viel Selbstständigkeit, Eigenständigkeit zu geben und ein gutes, gesundes, soziales Umfeld für die Menschen zu schaffen und eben auch die Gesellschaft zusammenzuführen, anstatt diese Gesellschaft ständig zu spalten. Denn das ist das, was wir von der Regierungsseite und auch von Seiten der Union in der Vergangenheit immer erlebt haben, dass man die Gesellschaft massivst gespalten hat, immer in Gute und Böse. Und das ist das, was ja Steinmeier ja auch wieder gemacht hat in seiner Rede als Bundespräsident, dass er die Gesellschaft nicht zusammenführt, sondern die Gesellschaft spaltet mit seinen Reden in sozusagen gute Bürger und böse Bürger. Und wenn er davon redet, wie er es getan hat, dass es keine mildernden Umstände für Wähler geben kann. Also mildernde Umstände gibt es in Deutschland nur im Strafrecht. Dann setzt der Wähler mit Straftätern gleich. Und dass ein Bundespräsident solche Vergleiche zieht, das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Und es eigentlich müsste das ein Grund sein für ihn, den Hut zu nehmen und zurückzutreten. Ja, das sind Aspekte, die sind sehr bedenklich und das zeigt die Charakteren auf. Und wir werden auch über Frank-Walter Steinmeier eine Sendung machen aus seiner Jugend, dass die Organisation, für die er geschrieben hat, vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Also das lässt tief blicken und manche Bilder erinnern mich von ihm, erinnern mich. Er war nicht dabei, aber an die RAF, so wie er seinerzeit agiert hat. Lassen Sie uns über Charaktere sprechen. Jens Spahn war Gesundheitsminister, ist jetzt weiterhin im Bundestag, hat irgendwelche Positionen oder Ämter bekommen, dass er dabei bleiben darf. Zur Sparkasse darf er nicht mehr. Die haben Angst, dass die nahe rote Zahlen schreibt, wenn er kommt. Aber was sind es für Charaktere, die miterlebt haben, dass Maßnahmen, die sie getroffen haben, falsch waren? Dass Milliarden, die sie ausgegeben haben, an fremden zu verwaltenden Geldern, unsere Gelder, dass sie ausgegeben wurden, dass Maskendeals gemacht wurden, wo heute noch Prozesse laufen, dass Impfstoffe eingekauft wurden in Größenordnung, die nicht gerechtfertigt waren. Was sind es für Menschen, die dann ein Buch schreiben, wir werden einander viel zu verzeihen haben? Sind es Charaktere, die allglatt sind, denen eigentlich alles wurscht ist, Hauptsache ich bleibe in Amt und Würden und kriege nach wie vor meine Mandatsbezüge, deren ja nicht zu wenig als Bundestagsabgeordneter. Was sind das für Menschen? Ja, ich glaube, das sind Menschen, die einfach völlig ignorant gegenüber den eigenen Fehlern sind, die sagen, ihr müsst uns diese Fehler verzeihen und sozusagen die anderen auffordern zu handeln, anstatt selbst ihr eigenes Handeln zu überdenken. Und mein, bei Jens Spahn sehen wir ja jetzt, der ist jetzt im Wirtschaftsausschuss, also hat mit Gesundheitspolitik überhaupt nichts mehr am Hut im Deutschen Bundestag. Den haben sie komplett von der Gesundheitspolitik weggenommen. Im Übrigen auch Karl Lauterbach war in der letzten Legislatur nicht im Gesundheitsausschuss, weder als ordentliches noch als stellvertretendes Mitglied und ist ja jetzt Gesundheitsminister. Das heißt, man hat da beliebige Charaktere, die man beliebig austauschen kann durch alle möglichen politischen Bereiche, keine wirklichen Leute, die sich tief in die Themen eingearbeitet haben. Und ja, die dann auch der Auffassung sind, naja, das habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht und jetzt habe ich halt einen anderen Job und da, Verhaltensänderungen nicht bei mir, sondern wenn, sollen doch die Bürger bitte ihr Verhalten anpassen, sodass mein Verhalten weiter völlig in Ordnung ist. Und das ist schon eine gewisse Abgehobenheit, die einfach zeigt, man hat keinen wirklichen Respekt vor dem Souverän, vor dem Wähler, weil wenn ich wirklich Respekt vor dem Souverän, dem Wähler hätte, dann würde ich ja als Politiker sagen, okay, ich habe dann einen Fehler gemacht und würde versuchen, alles dran zu setzen, zu sagen, lasst uns diesen Fehler aufarbeiten, lasst uns dafür sorgen, dass solche Fehler nicht mehr passieren und sowas. Und genau das Gegenteil machen sie ja. Sie versuchen grundsätzlich wie so ein Kartell alles abzuschirmen, ja nicht über irgendwelche negativen, über irgendwelche Schattenseiten zu sprechen, ja nichts an die Öffentlichkeit zu lassen, alles zu versuchen, die Sachen unter der Decke zu halten, zu vertuschen. Und ja, das ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Wie gesagt, das hat mehr was von einem mexikanischen Kartell als von einer demokratischen Organisation. Nun haben wir erlebt, es gab eine Anfrage Ihrer Fraktion an das Gesundheitsministerium, Thema Probanden- und Placebo-Effekte. Das heißt also, BioNTech und andere Hersteller, ob nun mehr nach 3 Jahren Unterlagen vorliegen, die Erkenntnisse, geben, inwieweit die Impfstoffe in ihrer Wirksamkeit seinerzeit begründet waren, nämlich Placebo-Effekte. Das Bundesgesundheitsministerium hat gesagt, es liegen keine Daten vor. Herr Sichert, es ist für mich als Bürger, als Unternehmer, als Mensch, der der Politik sehr nahe steht, ist es mehr als zweifelhaft. Denn wenn wir so als Unternehmer arbeiten würden, wir hätten erstens mal hätten wir Schwierigkeiten, das Unternehmen aufrechtzuerhalten.
Und wir würden mit der Gesetzgebung ständig in Konflikt kommen, weil wir ja Rahmenbedingungen haben, die uns ja ständige Publizitätspflichten auferlegen in allen Bereichen. Er sichert auch da Konsequenzen. Keine. Also die Konsequenzen, die da ergriffen werden, sind null. Wir haben ja auch bei der Bundesregierung angefragt, beispielsweise in Bezug auf die BioNTech-Studien, wo ja jetzt rausgekommen ist, dass da in den Studien eine ganze Reihe Probanden sozusagen plötzlich aus den Studien rausgenommen worden sind. Und ja, man dementsprechend mit diesen Studien eigentlich niemals hätte eine Zulassung machen dürfen, so wie man das gemacht hat. Und man möchte darüber nicht reden, was da passiert ist. Deswegen versucht man alles unterm Tisch zu halten, alles wegzuhalten, zu sagen und weiterhin so zu tun, als wäre alles gut. Und wir sehen aber, wir haben Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende in Deutschland inzwischen, die schwere Impfschäden haben, deren Leben massiv beeinträchtigt ist infolge der Impfungen und auch genauso wie dieses Thema der Übersterblichkeit, wie wir seit Mai letzten Jahres haben. Ich kann es nur immer wieder betonen, wir haben seit Mai letzten Jahres ca. 80.000 Menschen, die mehr gestorben sind, als man normalerweise in so einem Zeitraum zu erwarten gehabt hätte. Wir wissen, dass es nicht an Corona gelegen hat. So viel wissen wir über die Zahlen der Corona-Toten und so weiter. Aber diese Übersterblichkeit, sie interessiert keinen, weil bei der Übersterblichkeit, wenn man dem genau nachgehen könnte, könnten Sachen dabei rauskommen, dass eventuell doch die Regierung zum Teil daran mit Schuld hätte, und das möchte keiner. Und deswegen lässt man lieber komplett die Finger davon. Und das ist genau diese unterschiedliche Staatssicht. Die Regierungsparteien und die Union, die sehen den Staat als etwas, was der Regierung zu nützen hat und der Agenda der Regierung zu nützen hat. Und alles, was der Agenda der Regierung nicht nützt, nämlich beispielsweise Aufklärung über irgendwelche Fehlverhalten, die die Regierung gemacht hat, da lässt man komplett die Finger davon. Und unsere Staatssicht ist, dass wir sagen als AfD, der Staat hat allen Daten nachzugehen, allen Informationen nachzugehen, über alles aufzuklären, möglichst transparent zu sein, möglichst viel Transparenz dem Bürger auch zu präsentieren, damit der Bürger eine vernünftige Bewertung dessen hat, ob das gut jetzt läuft oder schlecht läuft und nicht dem Bürger konkret vorzuschreiben, wie er was zu sehen hat. Und die Agenda des Staates ist ja eine komplett andere. Ich war jetzt die Tage im Krankenhaus persönlich und da habe ich dann auch wieder gesehen, irgendwie große Aufkleber, irgendwie Impfen schützt und impfen Sie sich und was weiß ich was alles. Das ist die Agenda, die der Staat ja lange Zeit verfolgt hat und die da vorangetrieben worden ist. Und alles, was nicht in diese Agenda passt, wird versucht zu unterdrücken, wird versucht klein zu halten. Wir sehen es bis tief in die sozialen Medien hinein, wo bis heute noch massiv Beiträge gelöscht werden, die sich mit Zahlen, Daten und Fakten rund um die Impfung beschäftigt. Gutes Thema. Nun arbeiten wir ja seit 3 Jahren zusammen, haben zahlreiche Sendungen gemacht. Wir gehen jetzt übrigens in Richtung 2800 Sendungen, die wir gemacht haben. Super. Also seinerzeit, was uns gesagt wurde, solange bleiben die nicht im Markt, dem haben wir nicht nur widersprochen, sondern wir zeigen dieses Zeugnis täglich. Nun hat man ja allzu oft versucht, gerade unsere Sendung zu torpedieren. Alles, was wir von Anfang an besprochen haben, was uns nicht als Beleg vorlag, haben wir deutlich gesagt, wir können es nicht unterschreiben. Was uns als Beleg vorlag, haben wir gesagt, Verzeihung, so ist es. Es ist weiterhin so, dass es immer noch Menschen gibt, die sagt, ihr Schwurbler. Das heißt also, Fakten, die sich jetzt ergeben haben, die nachweisbar sind, haben die Medien so eine tiefgreifende Wirkung bei manchen Menschen erreicht, wo man wirklich sagt, mein Gott, was ist mit euch los? Ihr seid ja völlig, lebt ja in dem Käfig des Gedankengutes und lasst überhaupt keine andere Meinung ran. Haben die Ja. Medien da ihre Arbeit geleistet in dieser Form bei manchen? Ich würde sagen, der Staat hat so eine Leistung geleistet. Hm. Der Staat versucht auch die Kinder schon von klein auf so zu erziehen, dass man möglichst das wiedergibt, sage ich jetzt mal so, was der Lehrer sagt und was der Lehrer möchte, eins zu eins. Und wer selber denkt, der kriegt tendenziell eher schlechte Noten, wenn er mal dem Lehrer widerspricht. Das geht an den Universitäten so weiter, wenn sie dem Mainstream folgen.
und dem Mainstream langlaufen, dann bekommen sie viel leichter viel mehr Arbeiten geschrieben, qualifizieren sich als Doktor oder Professor viel leichter, wie jemand, der eigene Gedanken sich macht, eigene Nachforschungen anstellt, weil das viel, viel aufwendiger ist. Und so haben wir dann eine Gesellschaft, die dahingehend erzogen wird, schon von Schule, Universität und so weiter auf, dass sie möglichst ja nicht selbstdenkend sind, sondern nur Wiederkäuer sind. Also Wiederkäuer dessen, was sie bekommen haben, das wiederzugeben. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftlich sehr, sehr bedenkliche Herangehensweise. Dazu kommt, dass man den Menschen elementare demokratische Grundrechte verwehrt, beispielsweise, dass man die Menschen nur alle 4 bis 5 Jahre mal wählen lässt, anstatt ihnen auf Bundesebene über Volksabstimmungen die Möglichkeit zur Mitsprache zu geben, wie wir das beispielsweise in der Schweiz haben. Auch da wissen wir, solche Instrumente führen dazu, dass die Menschen viel, viel eigenständiger denken, sich viel mehr mit Themen selber beschäftigen, sich selbst informieren, weil sie feststellen, ihre eigene Stimme hat Gewicht, ihr eigenes Wort hat ein gewisses Gewicht. Ja, und wenn die Menschen dann, die so indoktriniert sind, natürlich dann von den Medien ständig mit den gleichen Botschaften geflutet werden, und die Menschen dann auch gewisse Entscheidungen treffen, beispielsweise die Entscheidung zu sagen, na ja, ich lasse mich impfen, weil es ist ja nur ein kleiner Peak, so wie man es den Menschen kommuniziert hat, dann fällt es den Menschen im Nachgang sehr, sehr, sehr schwer, die eigene Entscheidung zu revidieren und zu sagen, oh, da habe ich selbst einen Fehler gemacht. Also damit ein Mensch so einen Schritt geht, braucht es eine sehr große Charakterstärke zu sagen, okay, ich habe da selbst eine Fehlentscheidung getroffen. Oder er braucht sehr starke Einschnitte in sein Leben, also dass er feststellt, oh, ich habe jetzt mir irgendwie die zweite Impfung geben lassen und seither habe ich massive körperliche Beschwerden. Dann kommt ein Umdenken, aber ohne dass man diese selbe eigene Betroffenheit hat, so ein Umdenken zu machen, zu sagen, ich habe da selbst irgendwo eine Fehlentscheidung getroffen, das schaffen die wenigsten Menschen, sondern die halten dann an Entscheidungen, die sie einmal getroffen haben, halten sie dann fest. Und dementsprechend kommt es weiterhin, dass man Menschen als Schwurbler und so weiter bezeichnet. Und das ist ja eine Riesenkampagne gewesen, gerade im Bereich Corona, eine Riesenkampagne gewesen, die die Regierung gefahren hat. Die Regierung fährt momentan eine ähnliche Kampagne in Bezug auf CO2 und Klimawandel. Ja, da ist ja jeder, der sich da dagegen stellt und sagt, das mit dem CO2 sehe ich gar nicht als so bedenklich, den wird dann gleich als Klimaleugner und was weiß ich was bezeichnet, obwohl die Menschen überhaupt nicht das Klima leugnen, so wie man als Corona-Leugner bezeichnet wurde, wenn man sich gegen die Maßnahmen der Regierung gestellt hat, obwohl die Leute, ich kenne keinen einzigen, der geleugnet hat, dass es Corona gibt, wohl aber sehr, sehr viele Menschen, die gesagt haben, wir finden die Maßnahmen, die die Regierung ergreift, viel, viel, viel zu hart. Und man nimmt da bewusst auch diese Nähe zu dem Wort Holocaust-Leugner, was im Deutschen ja bekannt ist, um Leute einfach in eine dunkle Ecke zu stellen. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftlich wirklich fatale Entwicklung. Ich halte das für eine gesellschaftlich sehr fatale Entwicklung. Wir müssen davon wegkommen, dass die Regierung versucht, in ihrem Sinne immer wieder die Menschen zu spalten, die Medien dafür auch benutzt werden. Und man versucht ja auch, den Staatsapparat und die Medien sehr gleichzuschalten. Wir haben es jetzt beispielsweise in der Corona-Zeit gesehen. Diese Impfung, wir wissen ja inzwischen, sie hat weder einen Eigenschutz, einen relevanten, noch einen Fremdschutz, einen relevanten. Wir wissen, sie hat deutliche Nebenwirkungen. Warum hat man die Menschen so zu dieser Impfung genötigt? Warum haben wir die Impfpflicht weiterhin bei der Bundeswehr? Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Und dieser Grund ist, ich kann damit diejenigen, die im Zweifelsfall Ja und Amen zu allem sagen oder die der Propaganda der Regierung eins zu eins folgen, kann ich von denen trennen, die kritisch sind, die im Zweifelsfall auch mal widerspenstig sind, die Widerstand an den Tag legen, die sich eigene Gedanken machen, deutlich trennen. So macht man es bei der Bundeswehr. Man möchte bei der Bundeswehr eine Armee haben, die eins zu eins auf den Staat hört. Und das ist genau das Gegenteil dessen, wie die Bundeswehr eigentlich im Grundgesetz festgelegt ist als der Bürger in Uniform, ja, der ein Teil der Bevölkerung ist, der auch kritisch gegenüber der Regierung ist. Nein, man hat jetzt diese Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr, um die Bundeswehr zu einem willfährigen Instrument der Bundesregierung zu machen. Und das halte ich für absolut den falschen Weg. Das ist demokratiefeindlich, was die Regierung da macht. Und es ist höchstgradig bedenklich, für jeden, der in diesem Land freiheitlich-demokratisch denkt. Nun ist bei der Polizei keine Impfpflicht, aber dort sind ähnliche Bestrebungen im Gange.
Also dort dass hat man hier. auch, nein, da sind ja auch Polizisten massiv unter Druck gesetzt worden, genötigt worden, sich impfen zu lassen. Wir wissen aus Bereichen der öffentlich-rechtlichen Medien von ARD und ZDF, dass man dort Kameraleuten und Redakteuren entweder gar keine oder deutlich weniger Aufträge gegeben hat, wenn sie sich nicht haben impfen lassen, sie massiv unter Druck gesetzt hat und damit versucht hat, da rauszudrängen, um einfach diese relevanten Apparate, die man braucht, um die Propaganda zu betreiben und auf der anderen Seite natürlich auch die Sicherheitsapparate, um das durchzusetzen, möglichst gleichzuschalten. Ich meinte bezogen auf die Gegenwart, dass die Polizei entgegen dessen, was sie erlebt, anders denken muss. Denn jeder Polizist in Uniform erlebt ja, wie es auf der Straße ausschaut. Er ist ja im Görlitzer Park unterwegs, er ist ja in Duisburg unterwegs, er ist ja in anderen Teilen Deutschlands unterwegs, auch in Süddeutschland, in Augsburg, in anderen Städten ist er unterwegs. Er erlebt ja, wie es dort ausschaut. Er sieht ja, wie die Delikte in den Bahnhofsgegenden um ein paar 100% gestiegen sind. Er sieht, wie Schlägereien ausgehen, dass das nicht mehr in einer Form ausgeht. Die Schlägerei ist immer schlimm, aber wo man früher gesagt hat, in unserer Jugendzeit, wenn der andere am Boden ist, Füße oder andere gar Gegenstände sind nicht, waren da völlig außer Gedanken. Sie sprachen gerade von BioNTech und lassen Sie mich auf die Goldgräberstimmung zurückkommen. Soviel ich weiß, war es Mainz an der Goldgrube, Genau. war ja die Adresse. Und dann haben wir erlebt, Uğur Şahin ist ja sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Er ist innerhalb kürzester Zeit zum Milliardär geworden. Die Firma schreibt jetzt rote Zahlen, die Forschung ist nach Großbritannien verlagert. Komisch. Nein, konsequent. Man hat abgeschöpft. Man hat abgeschöpft. Die haben ihren Schnitt gemacht. Und dementsprechend, wenn Sie Deutschland nicht mehr brauchen oder das Gefühl haben, Sie brauchen Deutschland jetzt erstmal nicht mehr, dann gehen Sie einfach auch woanders hin. Und das ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, die wir in vielen Bereichen sehen. Und wir sehen sowieso eine riesen Abwanderung von Unternehmen aus Deutschland. Da sind wir bei einem anderen, bei einem nächsten Punkt, die damit zusammenhängt, dass die Bundesregierung eine sehr konsequente Politik gegen jegliche Form von Industrien und Wirtschaft in diesem Land betreibt. Die großen Industriegewerkschaften sagen uns, Hunderttausende Arbeitsplätze werden in den nächsten Jahren verloren gehen, alleine wegen der hohen Energiekosten, die wir in Deutschland haben. Selbst der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor den hohen Energiekosten, die er und die Grünen und seine grüne Ideologie selbst hervorgerufen haben. Wir sehen, dass beispielsweise wir riesengroße Probleme bei der Medikamentenbeschaffung inzwischen in Deutschland haben, weil zum Jahr 2000 noch über 60% aller Wirkstoffe in Europa hergestellt worden sind, inzwischen über 80% aller Wirkstoffe in China und Indien hergestellt werden. Also wir sehen eine riesengroße Abwanderung von Unternehmen, weil wir so hohe Bürokratie hier in Deutschland haben und weil wir so hohe Steuer- und Abgabenlasten haben, um alle Welt mit allem Möglichen zu finanzieren. Ja, aber dafür wird, wenn Sie in Regierungsverantwortung kommen oder Mitspracherecht haben, wird Deutschland an den, der Standort wird an Attraktivität verlieren. Nun sind wir, glaube ich, bei den G20 Industriestaaten sind wir schon letzter. Also Und der Standort Deutschland wird überhaupt keine Attraktivität verlieren, wenn wir an der Regierung sind oder an der Regierung beteiligt sind, sondern ganz im Gegenteil. Er wird deutlich zulegen, weil wir wieder dafür sorgen, dass wir die Standortfaktoren deutlich verbessern, weil wir gegen diese Ideologie sind, die einfach sagt, also es ist ja auch nahezu überall in der Welt. Erklären die Leute sie für verrückt, wenn sie denen sagen, ach, zahlt doch mal das Vierfache, Sechsfache, Zehnfache an Strompreisen und dann kriegt ihr euren Strom nur noch von Wind und Solar. Ja, die Chinesen bauen momentan jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke. Zwei neue Kohlekraftwerke gehen momentan in China jede Woche ans Netz. Die haben über 200 Kohlekraftwerke in China im Bau beziehungsweise in der Planung, weil sie ihren Energiehunger stillen wollen, weil die Industrie aus Europa abwandert nach China, wo sie deutlich günstigere Bedingungen hat und bessere Bedingungen hat, weil da die Auflagen viel geringer sind und so weiter. Und die Konsequenz, die wir haben mit der angeblich grünen Politik, ist, dass die Unternehmen aus Deutschland, die hier unter hohen Umweltstandards produzieren, dann ihre Produktion ins Ausland nach Indien oder China oder so verlagern, wo unter viel, viel dreckigeren Bedingungen dann dieselben Produkte hergestellt werden und die dann noch einmal um die ganze Welt verschifft werden, mit dem Schiff, um dann wieder in Deutschland zu sein. Und das versucht man uns als grüne Politik zu verkaufen. Das ist eine riesengroße Umweltsauerei.
Was da passiert, das hat mit Grün überhaupt nichts zu tun. Und grünere Politik wäre zu sagen, wir versuchen, dass wir die Steuern und Abgaben runterkriegen, dass wir die Bürokratie runterkriegen. In vielen Bereichen verbringen Menschen mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit dem Ausfüllen von irgendwelchen Dokumentationen. Sie als Unternehmer wissen es auch, was wir für Riesenmengen an Vorschriften und Regelungen in der Europäischen Union und hier in Deutschland insbesondere haben, den Unternehmen erliegen. Und wir wissen auch, dass 90% aller Unternehmen, die in Deutschland neu anfangen, daran scheitern, dass wir zu viel Bürokratie haben. Die verfangen sich irgendwo im Dschungel von Bürokratie und gehen daran kaputt. Das heißt, wir müssen mit der Bürokratie runter, wir müssen mit den Steuern und Abgaben runter, wir müssen mit den Kosten für Energie und für andere Sachen runter und wir müssen von dieser ideologiegetriebenen Politik weg. Wir können nicht mit Wärmepumpen in Deutschland in irgendeiner Weise die Welt retten, während wenn wir dafür sorgen, dass unsere Industrie das Land verlässt und China jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke ans Netz setzt. Das ist völlig, völlig irre, völlig verrückt. Liebe Zuschauer, Sie merken, Martin Sichert hat Redebedarf. Ich war noch gar nicht fertig mit meinem Satz vorhin. Aber gut, Entschuldigung. kein Thema. Nein, das unterscheidet uns ja von anderen Sendungen, dass Sie nicht unterbrochen werden, sondern Sie sitzen im Bundestag, Sie haben Vorstellungen und es ist wichtig, dass wir die Menschen aufklären, das, was Sie denken, das, was Sie umsetzen möchten. Ergänzend dazu der Abwanderung dürfen wir die Vereinigten Staaten nicht vergessen mit dem Inflationsprogramm von 370 Milliarden Dollar. Die sagen America First und Firmen bekommen die Subventionen, wenn sie hier in Amerika produzieren. Und ob das ist nun mal der freie Markt. Die Einzigen, die den freien Markt nicht zu nutzen wissen, scheint Deutschland zu sein. Hier zum Schluss des Interviews, Olaf Scholz hat im Sommer nee, beim Erfurter Bürgerdialog sagte er, Deutschland ist ein Beispiel dafür, wie die Industrie sich wieder ansiedelt, insbesondere die Chipfabriken. Nun muss man sagen, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt vorhaben, sich selbstständig zu machen und Sie kriegen die Hälfte, zwei Drittel oder ein Drittel der Investitionen vom Staat geschenkt, müssen hier aber keine Garantien abgeben, dann wären Sie sicherlich mit einer gewissen Unvernunft beschlagen, wenn Sie es nicht machen würden. Also das heißt, man muss sich überlegen, da werden 10, 15 Milliarden Euro an Steuergeldern ausgegeben, 5 Milliarden im anderen Fall, um die Firmen anzusiedeln. Ob das eine Industriepolitik ist, die mittelfristig ihre Tragfähigkeit beweist, das möchten wir bezweifeln. Und Herr Sichert, das lassen Sie uns in einer der nächsten Sendungen machen, dass wir dieses Thema besprechen. Und ich denke, Gerne. wir werden uns im Oktober auch mal im Bundestag sehen. Das tut, glaube ich, Gerne. den Zuschauern mal ganz gut, daraus zu berichten. Ja. Sehr, 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 sehr gerne. Einen Satz dazu noch ganz kurz. Wer sich anschauen möchte, wozu so eine Subventionspolitik führt, der muss sich nur anschauen, was in den 1990er Jahren in Ostdeutschland passiert ist, wo viele Unternehmen dahingegangen sind, weil sie Subventionen gekriegt haben. Und als die Subventionen dann ausliefen, waren die Unternehmen dann plötzlich wieder weg. Ein Beispiel, das noch gar nicht so alt ist, ne? Und Genau. das man durchaus betrachten kann. Ja, ich bedanke mich bei unserem Gast, Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, auch darüber hinaus natürlich einen hohen Wissensstand und bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Dankeschön. Schönen Tag, Herr Weber. Schönen Tag, liebe Zuschauer.